Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie ISO-Quanten selber zeichnen können und wir machen das Ganze am Beispiel der sogenannten Cobb-Douglas-Produktionsfunktion. Die allgemeine Form habe ich Ihnen hier mal aufgeschrieben. Das ist nichts anderes als Output ist gleich das Produkt aller Produktionsfaktoren QI, jeweils hoch einen bestimmten Koeffizienten Alpha I, der sogenannten Output-Elastizität. So. Und weil es immer ganz nett ist zum Zeichnen, wenn wir nur zwei Dimensionen zeichnen müssen, vereinfachen wir das auf den Fall, dass wir nur zwei Produktionsfaktoren haben, nämlich n gleich 2, dann sieht das Ganze vereinfacht so aus, nämlich Q1 hoch Alpha 1 mal Q2 hoch Alpha 2. So, und damit wir das Ganze als ISO-Quante zeichnen können, müssen wir das jetzt mal umstellen, entweder nach Q1 oder nach Q2. Ich habe mich entschieden, das nach Q2 umzustellen. Also wir holen einfach das Q1 hoch Alpha 1 hier rüber und dann potenzieren wir das Ganze hoch 1 durch Alpha 2. Sieht dann am Ende so aus, also x durch Q1 hoch Alpha 1 in Klammern hoch 1 durch Alpha 2. Jetzt haben wir das Ganze in eine Form gebracht, die wir schon fast zeichnen können. Jetzt müssen wir uns nur noch daran erinnern, ISO-Quanten zeigen uns ja die Kombination von Produktionsfaktoren jeweils für ein bestimmtes Output-Niveau. Das heißt, das X müssen wir festhalten und das Ganze fangen wir jetzt mal an anzulegen als Wertetabelle, damit wir im Nachhinein ein bisschen flexibler sind, die Zeichnung ändern zu können, mache ich hier feste Felder für die beiden Koeffizienten Alpha 1 und Alpha 2. Die haben dann hier ihren festen Platz und dann können wir im Nachhinein das ändern und das ganze Diagramm ändert sich mit. Ich habe jetzt hier einfach mal 0,4 und 0,6 gewählt. Wir können ja mal schauen, wie sich das dann ändert. Dann die festen Produktionsniveaus habe ich hier auch mal aufgeschrieben, 5 und 10. Können wir natürlich beliebig im Nachhinein auch ändern. Und jetzt fangen wir die eigentliche Werttabelle an. Ich fange hier mit Q1 an, damit ich dann in abhängig davon die Q2-Werte berechnen kann. Q1 und wir machen das Ganze von 0 bis 10, wobei wir das in 0,1 Schritten laufen lassen. Und dann mache ich hier einfach 0,1 und darunter 0,2 und dann kann ich das Ganze schon markieren und mit dem kleinen Bobble hier fortführen lassen. Und ich lasse das dann ungefähr bis 10 laufen. Da haben wir es. So, und dann mit Steuerung Pfeil hoch kann ich ja wieder hochspringen. Und dann bin ich hier wieder oben gelandet. Und bevor wir hier weitermachen, werde ich mit Steuerung T das Ganze hier auch als Tabelle definieren in Excel. Denn das macht es uns ein bisschen leichter, mit den Formeln umzugehen. So, in der nächsten Spalte machen wir dann die Werte für Q2, die Formel haben wir hier oben, und zwar Q2 für das Output-Niveau 5, schreibe ich mal explizit in den Namen rein. Und dann müssen wir hier das eben als Formel anlegen, was wir hier abstrakt aufgeschrieben haben. Q2 ist also dieser Ausdruck in Klammern hoch 1 durch Alpha 2, also 1 durch das hier. Und ich drücke F4, damit wir hier diesen fixen Bezug haben. Das sehen Sie anhand der Dollarzeichen, damit sich das durch die Fortführung der Formel dann nicht weiter verändert. Dann haben wir das schon und dann müssen wir jetzt hier den Teil in der großen Klammer noch reinschreiben. Das ist x durch Q1 hoch Alpha 1. X ist das hier. Das soll auch fix bleiben, damit sich das nicht mit der Formel weiter ändert. Und das teilen wir durch Q1 hoch Alpha 1. Q1 ist das hier. Und das Ganze hoch Alpha 1 ist das hier. Und das Ganze soll auch fix bleiben. Und jetzt, wenn ich da nichts falsch gemacht habe, müsste sich das da eintragen. Und Sie sehen, dadurch, dass wir das vorher schon als Tabelle definiert haben, hat Excel jetzt schon quasi den Rest der Spalte ausgefüllt. Genau. Und dann können wir hier noch den zweiten Wertebereich für das Output-Niveau 10 anlegen. Und da mache ich es mir jetzt einfach, statt die Formel jetzt neu zu schreiben mit 10, mache ich jetzt hier in dem Feld einfach Copy, hier
Paste. Und dann ändere ich hier im ersten Feld eben die Formel entsprechend ab, dass sich hier nicht auf 5 bezogen wird, sondern auf die 10. Und ich kann das sogar mit der Maus machen, indem ich hier diesen blauen Bereich rüberziehe. Und dann haben Sie, dann sehen Sie, ändert sich hier in der Formel automatisch der Bezug. Enter zum Abschluss. Und dadurch, dass wir in einer Tabelle sind, hat sich der Rest automatisch mit verändert. So, dass daraus machen wir jetzt ein Excel-Diagramm. Dadurch, dafür zoome ich jetzt mal ein bisschen raus. Ich markiere die Tabelle und sage Einfügen, Diagramm. Ich nehme ein Liniendiagramm. Wo ist es? Hier, Liniendiagramm. So, und Excel hat uns das jetzt schon einigermaßen korrekt ausgespuckt. Je nachdem, ob Sie jetzt mehrere Tabellen haben oder nicht, kann es sein, dass das jetzt total verhunzt ist. Wenn das nicht so aussieht, können Sie einfach Rechtsklick in die Grafik machen, dann über Daten auswählen, können Sie Excel dann genau sagen, welches die horizontale Achse sein soll, nämlich hier das Q1, und welches welche Werte auf die vertikale Achse abgetragen werden. Und hier sehen wir, hat Excel das auch automatisch geschafft, Q2 von 5 und Q2 von 10 abzutragen. Und hier auf der horizontalen Achsenbeschriftung haben wir eben Q1. So, das ist korrekt gewesen. Wo ist jetzt meine Grafik hin? Keine Ahnung. Da, ganz unten war die gelandet. So, und wir sehen jetzt, das sind schön konvexe Produktionsfunktionen. Und Sie erinnern sich, Cobb-Douglas ist ja ein Beispiel für eine substitutionale Produktionsfunktion. Das heißt, wir können das Niveau von einem Produktionsfaktor reduzieren. Und indem wir dann das Niveau von einem anderen, dem anderen Produktionsfaktor erhöhen, können wir auf dem gleichen Output-Niveau bleiben. Und das sehen wir hier an dieser konvexen Form. Ne? Also wenn wir hier Q2 ein bisschen reduzieren, also hier ein bisschen runterwandern, können wir, um auf dem gleichen Output-Niveau zu bleiben, einfach Q1 ein bisschen erhöhen. Und das sehen wir hier an der konvexen Form. Und was wir auch schön sehen können, ist, dass die ISO-Quanten für höhere Produktionsniveaus eben weiter rechts oben liegen. Ne? Denn hier die orangene ISO-Quante liegt weiter rechts oben und das ist die für das Produktionsniveau 10. Genau. Und dann wollte ich Ihnen jetzt nochmal kurz zeigen, wie Sie das alternativ statt in Excel auch schnell in Wolfram Alpha anlegen können. Wolfram Alpha ist quasi ein Online-Mathematikprogramm, das auf Mathematica basiert. Dafür springen wir mal hier kurz in den Browser. Wolframalpha.com ist kostenlos zu nutzen. Wenn Sie ein bisschen Geld zahlen, können Sie noch mehr Funktionen nutzen, aber das brauchen wir gar nicht. Der Befehl heißt plot und dann nennen wir das einfach mal Q2 ist gleich die Klammer hoch. Wir hatten es jetzt auf 0,6 gesetzt. Und in der Klammer steht x durch Q1 hoch Alpha 1. Ich nehme jetzt einfach mal für 5. Und Q hoch Q hoch 0,4. Genau. Müssen Sie darauf achten, weil, dass es die amerikanische Schreibweise ist. Das heißt, statt Komma müssen wir Punkt schreiben, um ein Komma auszudrücken. Und dann setze ich das Ganze noch in Klammern, kopiere das alles nochmal hier rüber und dann kann ich den zweiten Plot hier das Produktionsniveau 10 mir anzeigen lassen und dann müsste Wolfram das hoffentlich verstehen. Dann rattert das erstmal und dann kriegen Sie gleich einen Output. Also wir sehen, er hat schon mal richtig verstanden und dann sehen Sie hier wunderschön die konvexen Produktionsfunktionen. Ich habe Wolfram jetzt nicht gesagt, dass er das nur für den positiven Wertebereich machen soll, deswegen hat er es auch für den negativen Bereich abgetragen. Aber jo, hier sehen wir sehr schön die konvexen Formen und wenn wir nochmal zum Vergleich hier in Excel schauen, ne, haben wir genau das gleiche gehabt. Sieht ein bisschen
anders aus, bloß weil das hier anders skaliert ist. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.